So, herzlich willkommen zurück bei Bioshock. Ich habe nachgeschaut, die letzte Aufnahme, alles normal. Ich weiß nicht, warum der Timer bei OBS einfach stehen geblieben ist. Das ist ein bisschen komisch. Wir haben wieder frische Luft. Die Bäumchen, boah, die sehen wirklich, wirklich schön aus. Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie eine Vogelscheuche. Soll, denke ich, nicht unbedingt mein Problem sein. Passt schon. Warte, nee, mach ich wieder auf Strom. Ich mag das Stromding, das ist echt gut. Und eigentlich tatsächlich in Kombination mit dem Schraubenschlüssel, ich mag den. Wir ballern die relativ gut weg. Wir sterben halt manchmal, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde das nicht so schlimm. Okay, warte, ich lasse den erstmal durch, weil ich kriege hier sonst wieder Ärger. Der ist ein bisschen ungeheilt manchmal. Was ist das denn? Oh, noch ein Schraubenschlüssel. Cool. Der hat mir in meiner Schraubenschlüsselsammlung noch gefehlt. So, hier liegen jetzt überall die Kassetten rum. Ionisches Gel war leer. Das habe ich doch noch gar nicht benutzt. Wie ist das denn passiert? Leim, ein paar Dollar. Oh, wir haben richtig Kohle bekommen dabei. Sicher, sicher. Ihr versteht das bestimmt. Aber das war mir jetzt wichtig. Zigaretten, Kassette, ja, danke. Noch eine, danke. Nein, 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 nein. Die ist schon leer. Noch eine, danke. Hallo, ich habe danke gesagt. Also gib mir auch das Zeug. Alter, wie viele Leute hier gestorben sind. Munitionslager einfach komplett voll. Konto komplett voll. Das ist ungefähr der beste Tag meines Lebens. Da war sogar zweimal Geld drin. Nicht viel, aber zweimal Geld. Und das Problem ist, in dem ganzen Lärm, ich habe überhaupt nicht zugehört, wo ich jetzt hin soll. Tschüss. Ich bin so froh, dass wir unseren Questmarker haben. Wenigstens der sagt mir, wo ich hin soll. Anscheinend hier rüber. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie heute die Textur ein bisschen nachladen. Setzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Ich gehöre zu niemandem. Ich gehöre zu mir. Und zu meiner Frau. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Na, wenn du das sagst. Also ich sehe das anders und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, dass ich irgendjemandem von euch in die Tasche gegriffen habe. Ne? Weil er sagt ja, er will dir in die Tasche greifen, also dir wollte ich noch nie in die Tasche greifen. Außer du hast Bonbons oder Gummibärchen. Dann würde ich vielleicht zugreifen. Ja, der ist ein bisschen abgehoben. Es gibt nicht mehr viel, sehe ich auch, aber es gibt durchaus noch Gutes auf der Welt. Immer wieder mal. Wo sollte ich hin? Ich glaube hier. Ich konnte, glaube ich, nicht mehr auswählen. Ich gehe einfach davon aus, dass es der richtige Weg ist. Warte, man konnte ein Kind nicht besser abrichten als der Boa Constrictor. Ich meine, gut, ich habe noch nie eine Schlange gesehen, die irgendwie Sitz macht oder Pfötchen gibt. Vielleicht hat er nicht Unrecht. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist davon. Warte, noch eine Tauchkugel? Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, er ist wirklich ein totaler Psychopath. Okay.
Warte, was? Wahrsager? Sag an. Tja, hast du dir schon einen Plan zurechtgelegt? Eins kannst du mir glauben. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Der Wahrsager ist ein Arschloch, weißt du was, leck mich doch. Warum hat sich das gerade irgendwie so ein bisschen angehört nach... Komm, Digga, mach mal einen Endkampf. Okay, drei Little Sisters. Puh. Ich meine, wir kriegen das alles hin, klar. Aber das ist schon... Das ist nicht ohne. So, in Wänden tue ich mal nichts. Heal haben wir aktuell auch erstmal noch genug. Hoffe ich zumindest. Was liegt da? Das ist bloß ein Spot auf dem Boden. Okay. Aber hier... Kann ich das Glas kaputt schlagen? Weil das würde ich natürlich. Oh ja. Das ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Schuss. Kann ja keiner ahnen, dass sie gleich einen Alarm holen. Flieg doch nicht rum, ich treffe dich so schlecht. Okay, mit der Pump sind es zwei Schüsse. Manchmal auch nur einer. Es ist natürlich kontraproduktiv, wenn er direkt vor mir explodiert. Da kriege ich ein bisschen Schaden. Ganz ehrlich, nicht wegen der Spritze, oder? Das muss halt nicht sein. Ich hätte sie gerne, ja, aber definitiv nicht um jeden Preis. Dann nehme ich lieber das hier mit. Lohnt sich wenigstens. Kann ich hier Mucke anmachen? Oh, hat leider ein bisschen einen Hänger, die Platte. Siehst du, hier kriege ich auch eine Eve-Spritze. Und das ist der Alarm. Hier geht es noch nicht weiter, soll es aber auch nicht. Ja gut, dann folge ich ihm doch ganz stur dem Marker. Da ist die nächste Tauchkugel. Es war definitiv viel zu friedlich hier, als ob ich da jetzt einfach rein kann. Und was hat's mit diesen, mit dieser Hasenmaske auf sich? Oder auch mit der Katzenmaske? Generell mit den Masken? Und wieso liegt da Stroh? Ja, okay, ist ja eigentlich ganz sympathisch, ne? War sehr freundlich, heißt mich hier willkommen. Ich will hierbleiben. Ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist. Vielleicht etwas Besseres. Alter, was seid ihr denn? Du machst es uns beiden nur schwer. Warum können die jetzt an der Decke krabbeln?
Tschüss. Ist da auch mal Schluss dann? Oh, Kartoffelchips, lecker. Tschüss. Nee, eigentlich gar nicht. Tschüss. So, kann ich hier mal... Aua. Ich würde dir gerne eigentlich in Ruhe looten, wenn ich ehrlich bin. Aua. Aua. Aua, ich bin doch noch nicht mal dran. Okay, danke. So, Hauptsache, ich bin schnell durch. Kann ich hier... Aua. Lass mich doch bitte zu Ende looten. Dankeschön. Achso, Splittergranate geht nicht mehr. Oh, ich finde die voll gruselig. Warum? Ich bin hier irgendwie grundsätzlich lieber ein bisschen vorsichtiger. Und klar. Willkommen in Fort Frolic. Hallo? Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel, Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Komm, gib mir mal einen Jackpot. Zum Beispiel. Ich teste dich, kleine Motte. Aber nicht ohne Grund. Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige strahlen wie Galaxien und andere. Gib mir die 250. Ja, was du laberst, interessiert mich nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Komm, einmal noch. Scheiß Spielsucht. Okay, immerhin $50. Ach, die gehen trotzdem auf. Die hier. Okay, wir kommen also immer noch zurück. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ernsthaft? Ich krieg mein eigenes Spotlight? Ich fühle mich geehrt. Was ist das denn? Medical Expert 2. Cones Kästchen. Ich guck mal kurz, ob der Schraubenschlüssel reicht. Ich würde das so unheimlich gerne aufmachen, was ist. Aha. Ich kann aber auch keinen Pin eingeben. Ich will Cowens Kästchen haben. Da ich ein bisschen zähle. Ich guck mich erstmal um, ne? Wir wollen ja nichts liegen lassen. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Die mache ich gleich mal auf unsere Seite. Ach, weißt du was? Dankeschön. Der Verkaufsautomat. Muss ich was kaufen? Verbandskasten? Ja, nee. Muss nicht. Brandbolz. Es gibt eine Armbrust. Es gibt eine Armbrust? Geiler Scheiß. So, da soll ich lang. Das heißt, ich guck auf jeden erstmal hier. Hallo? Mir fällt gerade übrigens ein, dass die an der Decke krabbeln, das ist ja gar nicht neu. Das waren diese Spider-Splicer. Die haben wir ja schon mal gesehen. Ich hab's bloß vergessen.
Alarm deaktivieren, auch nice, auch nice. Ich kann mich einfach nicht ans Rampenlicht gewöhnen, das ist noch so ein bisschen neu. Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Aha. Seitdem mein Gesicht... Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so sucht? Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Entschuldigung, wusste ich nicht. Konnte ich doch nicht wissen. Ich bin zum ersten Mal hier. So, Antipersonen sind wir leer. Dann gehe ich hier mal auf Panzerbrechend. Ich bereite nur schon mal vor. Ich habe das Gefühl, wir kriegen jetzt wirklich einen richtig asozialen Kampf. Danke. Splittergranate passt. Ja, komm, Stickstoff. Müssen wir auch mal austesten. Da haben wir leider auch nicht mehr so viel. Sieht ein bisschen eng aus. Hallo? Hallo? Hallo, ist jemand zu Hause? Hab ich ein bisschen zu spät gesehen. So, dich hack ich mal entspannt wieder selber. So, hier ein bisschen gerade nach unten. Dann gleich nochmal. Was haben wir hier? So, gerade rüber. Das würde ich schon mal hier hinsetzen. Einfach nur, dass es passt. Das kann dahin. Wir haben ja Zeit, ne? Ich mache mir überhaupt gar keinen Stress. Ein gerades Röhrchen, bitte. So, sehr gut. Und los. Ach, ich liebe diese gehackten Kameras einfach. Das ist so unnormal praktisch. So, dann lasse ich mir mein Kinoticket einfach selber raus, ne? Ich meine, wenn da keiner kommt, kann ich ja auch nichts fühlen. Zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schränkschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Ja, verstehe ich auch. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Ah. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte wirklich langsam mal das machen, was der Questmarker sagt. Ich komme hier nicht durch. Ich sag's nur. Ich soll darüber, aber ja, das geht gar nicht. Oder habe ich mal wieder irgendwas übersehen? Nee, der Questmarker zeigt ja ganz, ganz klar dahin. Hallo? Ja, dann lass mich doch... Dann lass mich doch bitte auch da rein. Hallo, Hilfe?
Schön, dass ich jetzt wieder ein paar Fotos machen kann. Das ist super. Warte, das ist bloß... Achso, ja. Die Genbank. Hier waren wir auch durch. Da ist sonst nichts. Außer... Oh. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich würde ja grundsätzlich gern da rein. Ach so. Ladies, Entschuldigung, mein Aufzug ist da. Ich muss da mal eben los. Wo sind die? Da waren drei Leichen. Hallo? Habt ihr... Ach, hier. Dankeschön. Wir sehen uns später, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Ciao, ciao. Bis bald. Doch, doch, doch. Bing. Komm, halt mal die Schnauze. Oh, das ging schneller, als ich gehofft hatte. Ah. Komm jetzt runter, kleine Motte. Lieben. Fitzpatrick, den kann ich leider nicht. Die Bürde des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, ist tatsächlich gar keine schlechte Idee. Finde ich gut. Wenn ich sonst nichts mit ihm machen kann. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose doch nicht ewig halten. Och, wetten. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Ab und zu? Jetzt lauf zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Was? Wer sagt denn, dass ich mit dem zusammenarbeiten will? Ich will mich hier so ein bisschen umgucken und das war's. Weißt du, er schickt mich erst hoch, dann runter, dann wieder vor und zurück. Da soll mich mal in Ruhe lassen. Oh shit. Das Problem ist halt einfach, es sind zwei nebeneinander. Aber die könnten mir so hilfreich werden, dass ich sie beide will. Warum kann ich die nicht hacken? Und warte mal, Geschütze sollte ich auch. Weil wir die dann auch ein bisschen besser kaputt machen. Hilfe, hallo. Lass doch gut sein. Nee, die können wir nicht hacken. Aber den Safe. Oh nee.
So. Darunter, das ist gut, ja. Hier ein bisschen weiter runter. Den hätte ich gern direkt hier. Ich brauche eine Röhre. Und zwar die richtige. Und zwar schnell. Oh, oh. Ja. Oh, sehr gut. Können die bitte aufhören zu schießen? Verbandskasten. Werde ich auch gleich brauchen, wenn ich hier zurück bin. Andererseits... Gönn mir mal kurz. Einer lebt noch. Wenn ihr nicht für mich kämpft, ihr kämpft aber auf jeden Fall nicht gegen mich. Hässlichen Scheißteile. So, ganz kurz, wo geht's hier hin? Ah, auch zurück auf die Bühne. Ich glaube, ich muss hier oben lang. Nein? Ach so. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich war hier gerade. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir einfach mal weiter. Bis dann. Ist noch ein wunderschöner Nachmittag. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.